And we're back. Wie sind wir da mit George Stobbart, wie er hier herumstolziert im Hotel Ubu. Und ja, wir haben letztes Mal, ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Wir haben letztes Mal das Zimmer von Khan, aka Morlan, aka der Clown, durchsucht und haben hier seine Karte gefunden. Die Karte, die ich im Hotelzimmer gefunden habe, Thomas Merlin Grüber Electronics steht drauf. Grüber Elektronik, okay. Und noch so ein Streichholz. Das Streichholzbriefchen ist mit einem bunten, wirbelnden Muster und den Worten Club à la Mut verziert. Okay, aber bisher haben wir nicht viel gefunden. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Oh, ich sehe gerade, ich muss kurz mal etwas ändern. Moment. So. Dann reden wir nochmal mit ihr hier. Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Okay, wir können nichts reden, aber vielleicht mal hier mit der Karte. Diesen Pass habe ich in Morlans Zimmer gefunden. Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Dieser Typ hat wahrscheinlich 1000 Gesichter. Dieses Streichholzbriefchen habe ich in Morlans Schlafzimmer gefunden. Es stammt aus dem Club Alamut. Wenn man herausfinden könnte, ob das ein Club in Paris ist, wäre das sicherlich nützlich, George. Klingt aber ja nicht so französisch. Alamut, weiß ich nicht. Alamut. Klingt irgendwie so östlich. Okay, ja, ich laber nochmal mit dem Diener. Was jetzt, Monsieur? Was jetzt, Monsieur? Mal gucken. Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morlan. Genau, Morlan der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Ein Mörder? Sind Sie sicher? Absolut. Was dazu? Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Non, Monsieur. Okay, den Schlüssel? Kennen Sie diesen Schlüssel? Er ist Eigentum des Hotel Ubu. Korrekt. Darf ich fragen, wie er seinen Weg von dem kleinen Haken in ihre Tasche gefunden hat? Würden Sie glauben, dass ein Poltergeist ihn da reingesteckt hat? Non, Monsieur. Dieses Hotel wird regelmäßig von einem Exorzisten behandelt. Wenn es hier ein Gespenst geben würde, hätte Vater Fécond es unter Garantie rausgebetet. Ich nehme an, Sie möchten den Schlüssel zurückhaben. Nicht unbedingt. Das Zimmer ist frei. Da Sie diese kleine Untersuchung offensichtlich unbedingt durchführen möchten, werde ich Sie nicht davon abhalten. Ja, geil. Jetzt haben wir hier umsonst einen Schlüssel bekommen. In dem tollen Hotel. Super. Okay. So, warte mal. Wir müssen auf jeden Fall gucken, was er im Safe gelagert hat. Sie hat uns eben ja auch schon mal geholfen. Hi, Ma'am. Hallo, George. Hallo, George. Was kann ich denn für Sie tun? Hallo, George. Vielleicht noch. Ich zeigte dem Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass er mir Morlans Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Er hatte zu viel Angst. Dem werde ich Ihnen einen echten Grund zur Angst geben. Folgen Sie mir, George. Oh ja, Lady Piermont. Die Beste. Die mit der Piermont-Kirche. Haben Sie ein Päckchen von Morlan in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Morlans Pass gezeigt? Oh ja, das hat er. Aber... Also, wo liegt denn das Problem? Er ist nicht Morlan. Das ist eine völlig unwichtige Nebensächlichkeit. Ja. Geben Sie ihm das Päckchen. Aber das ist gegen das Gesetz.
Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Ich bin das Gesetz. Falls er irgendetwas versucht, erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Pierrement. Einen Augenblick, bitte. Wissen Sie, so viel Spaß hatte ich seit Greenham kommen nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Lady Pierrement. Voilà, Monsieur, les manuscrits du Monsieur Morland. Danke. Wie wunderbar. Eine angloamerikanische Allianz, die tatsächlich funktioniert hat. Der Empfangschef hat mir ein fest zusammengerolltes Pergament gegeben. Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in Nikos Wohnung bin. Okay. So. Und jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man mit diesem Stück Papier hier... Die alte Handschrift, die Khan von Plantard gestohlen hat. Wenn man mit dieser Karte rausgeht. Dazu speichere ich, denn wir sind ja klug. Wie gesagt, es gibt manche Sachen, die weiß ich noch, andere Sachen nicht mehr so, aber das weiß ich noch. Mit dem Manuskript kann ich das Hotel nicht verlassen. Ach. Vielleicht ist es das, wonach diese Schläger suchen. Ach, dein Ernst? Okay, das ist aber echt ein Dämpfer. Also, das ist scheiße. Also wirklich, das haben die dann in der Director's Cut geändert. Also normalerweise, wenn du mit dem Manuskript halt rausgehst, dann ja, durchsuchen die dich und filzen dich halt. Und dann finden sie das Manuskript und du bist tot. Okay, das ist ein bisschen blöd, weil ich hoffe, es gibt in dem Spiel noch Passagen, wo man sterben kann, weil sonst wäre das Ganze ein bisschen langweilig. Gut. Jedenfalls, was wir machen müssen, ist folgendes. Wir gehen nochmal hier aus dem Fenster. Und wir können jetzt sehen hier. Das Pflaster der Gasse sieht sehr weit weg und sehr hart aus. Okay. Und was wir machen ist einfach, wir schmeißen den Scheiß hier runter. Ich weiß, dass man alte Handschriften so nicht behandelt. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie den Schlägertypen da draußen in die Hände fällt. Also wie gesagt, das finde ich extrem scheiße. Bin ich absolut nicht mit einverstanden. Und finde ich auch ein bisschen schade. Weil es das Ganze halt ein bisschen zu einfach macht. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal raus zu Flapp und Guido. So heißen die beiden nämlich. Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flapp. Darauf kannst du dich verlassen. Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe! Nichts, Guido. Nada. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Monsieur. Wie bitte? Ich sollte euch bei der Polizei melden. In dieser Gegend sind wir die Polizei. Soll ich ihm die Arme brechen? Nein. Lass ihn los, Flapp. Ja, ja. Flapp und Guido. Naja. Yeah. Verpiss dich, Blödmann. Oh yeah. Und was, wenn nicht? Was ist, wenn ich die Bullen rufe? Als erstes breche ich dir deine Arme am Ellenbogen und an den Handgelenken. Dann, wenn du wieder zu dir kommst, breche ich dir sämtliche Finger. Dein Plan hat nur einen Fehler, du Affe. Was? Wie? Es ist hellichter Tag. Ich denke, nicht mal du wärst so dämlich, mich auf einer belebten Straße umzubringen. Belebt? Natürlich, dieser ruhige Platz am Ende einer Sackgasse. Diese einsame Ecke von Paris hat seit der Erfindung des elektrischen Lichts keinen Straßenkehrerbesen mehr gesehen. Das wäre ein perfekter Platz für einen Überfall. Entschuldigung, ich werde mich gleich fürchterlich verlaufen. Whatever. Okay, dann holen wir uns mal das Manuskript. Falls Flapp und Guido hinter der Handschrift her sind, werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen.
wieder in Nikos Apartment. Hallo, wie geht es dir? Oh, hallo. Komm rein, George. So, reden wir doch erstmal über die wichtigen Sachen. Was tust du, damit der Killer-Clown aufgespürt wird? Nachforschungen, George. Ja? Hast du ein Exemplar des Clown-Jahrbuches? Ich habe ein Telefon und jede Menge Kontakte. Oh, nun, hast du etwas Nützliches herausgefunden? Noch nicht. Ich setze gerade meine erste und wichtigste Waffe ein. Was ist das? Geduld. Davon habe ich schon gehört. Ist das nicht ein Ersatz für klares Denken? Hast du einen Freund? Nicht mehr. Es gab mal jemanden. Einen Typen in der Abschlussklasse. Aber es hat nicht geklappt. Genauso wenig wie mein Examen. Tut mir leid. Mir nicht. Keinen Freund, so. Erzähl mir mehr über deine Familie. Als kleines Mädchen habe ich den Winter immer bei meinen Großeltern verbracht. Das waren die besten Tage. Warm und sicher in ihrem kleinen Häuschen. Mein Großvater drehte Zigaretten und meine Großmutter machte heiße Schokolade und Kuchen. Eines Tages hörte er auf zu drehen, schloss den Deckel seiner Tabakdose und nahm mich in die Arme. Ich lachte und zappelte, aber er besänftigte mich, damit ich ruhig war. Mit seinem unrasierten Kinn an meinem Ohr kratzend erzählte er mir sein Geheimnis. Was hat er gesagt? Er sagte, ich rauche gar nicht, aber sie soll ruhig glauben, dass ich es tue. Was für ein sonderbarer alter Mann. Nenn meinen Großvater nicht sonderbar, er war der netteste Typ überhaupt. Ja. Ich wünschte, ich wäre wieder in dem Häuschen, statt in diesem miesen Apartment in dieser lauten Stadt. Auch gut, kommst erstmal in das Haus von der Person, die du vielleicht ein bisschen magst, und dann nennst du ihren Opa erstmal sonderbar. Gute Strategie. Komm, gib mir die Hand. Hey Nico, gib mir mal die Hand. Keine Chance, Freundchen. Ach komm. Okay. Das habe ich im Zimmer des Killers gefunden. Was ist es? Eine Kreditkarte? Ein Ausweis von Thomas Moala von Grüber Electronic. Nie von ihm gehört. Auch nicht von der Firma. Dieses Streichholzbriefchen habe ich im Hotelzimmer des Killers gefunden. Es ist aus dem Club Alamut. Nie davon gehört. Steht etwas drin? Nein. Was erwartest du denn? In einem Film käme an dieser Stelle eine weitere Spur, ein Name oder eine Adresse. Das ist nutzlos. Es sind noch nicht einmal Streichhölzer mehr drin. Oh, naja. Ich behalte es als Souvenir. Okay. Die oberen hatten wir schon. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Nicht noch einen Teil von diesem Clown-Kostüm. Eine mittelalterliche Handschrift. Khan hat sie im Safe des Ubu hinterlassen. Es ist unglaublich. Hat er sie Plantar weggenommen? Könnte sein. Was heißen würde, sie ist so wertvoll, dass man dafür tötet. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Ja, vielleicht konnte sich nicht jeder eins leisten. Und was ist damit? Schon mal was vom Ritterorden der Templer gehört? Ihr offizielles Siegel war das Bild zweier Ritter, die sich ein Pferd teilen. Was auch immer die Schriftrolle bedeutet, es hat mit den Templern zu tun. Woher weißt du von diesen Rittern? Ich habe von ihnen gehört, als ich einen Artikel über die Kreuzzüge schrieb. Dieser Typ Hugues de Bayon erschien eines Tages am Hof des Königs von Jerusalem. Er bot den christlichen Pilgern Schutz vor den verdrängten muslimischen Armeen an. Der König konnte den Christen eine sichere Reise durchs Heilige Land garantieren. Sichere Reise bedeutete mehr Pilger und Pilger bedeuteten Handel und Wohlstand. Die Templer waren für den König als Söldnerarmee unbezahlbar. Von ihnen ist überliefert, dass sie nie nach der zahlenmäßigen Stärke, sondern nur nach dem Standort des Feindes fragten. Im Laufe der Jahre wuchsen Wohlstand und Zahl der Templer. Sie waren so reich, dass sogar Könige sie um Darlehen baten. Aber auf dem Höhepunkt ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er trieb sie zusammen und übergab sie der Inquisition. Tausende Templer wurden gefoltert und bekannten sich der Ketzerei schuldig. Einmal in den Händen der Inquisition gab es kaum etwas, wozu sie sich nicht bekannten. Der letzte Großmeister, Jacques de Molay, wurde lebendig verbrannt. Aber der Schatz... Ja, der Schatz ist also noch versteckt und wartet auf seine Entdeckung? Wenn es jemals einen Schatz gab, dann ist er seit 600 Jahren verschwunden. Naja, wir sollen gegen einen Serienkiller ermitteln, nicht einen mittelalterlichen Schatz finden. Aber vielleicht sind der Clown und sein Komplize dahinterher. Vielleicht führt die Schriftrolle auf eine Spur.
Du lässt sie besser hier in Sicherheit. Das Video hat ein bisschen, hat irgendwie abgehakt am Ende. Aber da kam nicht mehr viel, nur noch das mit dem Schatz. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Okay. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Ja, okay, hier oben. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Der einzige Stier aus der Mythologie, den ich kenne, ist der Minotaurus, aber auch nur zur Hälfte. Ich möchte lieber nicht zur Hälfte Stier sein, nicht mal, wenn es die untere Hälfte wäre. Was ist das für ein Gegenstand in der Mitte? Sieht aus wie ein Edelstein auf einem Dreibein. Okay, und hier? Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Er webt einen Teppich oder einen Wandbehang. Oder eine Steppdecke. Ich schätze mal, dass es ein Hinweis auf einen Ort ist. Ein berühmter Ort für Weberei und Schifffahrt. Wo das Volk in Fässern wohnt? Immer noch besser als in Kartons. Sieht so ein bisschen orientalisch aus, hier auch so mit der Burg und hier sieht es irgendwie so sandig aus. Okay, was haben wir hier? Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea lux videbis. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Du sprichst Latein? Wer hat dir denn das Kunststück beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein. Oh, bist du aber empfindlich. Erzähl mir das nochmal. Okay, und hier? Eine Frau, die in den Spiegel guckt und sieht drei Gesichter. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Sie erinnert mich an die böse Königin in Schneewittchen. Sie sagte, Spieglein, Spieglein an der Wand, oder nicht? Wegen ihr musste ich als Kind so weinen, dass meine Mutter mich aus dem Kino tragen musste. Aha, mich hat sie überhaupt nicht erschreckt. Wie ich schon sagte, ich war noch ein Kind. Das Krokodil in Peter Pan konnte ich auch nicht leiden. Machen wir uns nichts vor. Wir brauchen Hilfe, George. Von jemandem, der von diesen Dingen etwas versteht. Wen schlägst du vor? Indiana Jones? Ich kenne einen Typen, der sich auf mittelalterliche Studien spezialisiert hat. Sein Name ist Lobineau. Puh. Ein spießiges altes Fossil, das nur bei altertümlichen Reliquien geil wird, nehme ich an. Bald gefehlt. André ist nicht der stereotype Professor, an den du jetzt denkst. Wo kann ich diesen Lobineau-Typen finden? Im Museum von Croon. Ich gebe dir die Adresse. Okay. Hier können wir nichts mehr machen. Bist du sicher, dass du noch nie von Thomas Morlaix gehört hast? Ganz sicher. Okay. Dann würde ich sagen, hauen wir ab. Ich muss gehen. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Mache ich. Okay, dann gehe ich mal direkt zum Museum. Da. Okay, wir stehen hier vor dem Museum. Draußen können wir nicht wirklich viel machen, also gehen wir direkt rein. So, hier können wir uns noch ein bisschen umsehen. Was macht er hier? Vorsicht! Lassen Sie das Fenster zu, Monsieur. Finden Sie nicht, dass es hier etwas stickig ist? Lieber stickig als tot. Was ist denn los? Probleme mit Autoabgasen? Nicht nur das, Monsieur. Aber auf der anderen Seite hat eine neue Hamburger Bude aufgemacht. Zum lachenden Büffel. Ja und? Die braten ihre Hamburger auf einem Holzkohlegrill und das Fett tropft in die Flammen. Wie viel organische Masse und Rauchpartikel dabei freigesetzt werden, ist einfach unglaublich. Seit die Bude eröffnet wurde, hat sich die Luftverschmutzung hier verdoppelt. Und es stinkt wie auf einem Scheiterhaufen. Darum halte ich die Fenster verschlossen. Naja, ich meine, es bringt nicht wirklich viel, die Fenster geschlossen zu halten, aber hier die Tür sperrangelweit weit offen zu haben. Also von daher nicht wirklich ein Argument. Aber okay. Ah, guck mal hier. Was haben wir denn hier? In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Man hat es in Loch Marn gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist? Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Irland! Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Auch so gut, einfach mal laut im Museum Irland zu rufen. Als ich meine Hand in die Nähe der Vitrine strecke, schrillt es auf einmal los. Ich erstarre. Dann versuche ich, mich zusammenzunehmen und nicht aufzufallen. Ja, genau. No, Monsieur, no, et no. Okay, okay. Okay, was haben wir hier? Ein Totempfahl.
Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Ach, komm mal, die Klappe. Passen Sie doch auf. Ah, und hier, Sarkophag. Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. Schrank? Das ist ein Sarkophag. Schrank. Der Typ ist so geil, ey. Auch geil, ja, 3000 Jahre alt, aber dann lassen die einfach hier rumstehen, ohne Abzäunung und keine Ahnung was. Ein ziemlich dummes Museum. Okay, sprechen wir doch mal mit diesem überaus... Verzeihung. ...tenten Typen. Oui, Monsieur. Sind Sie Lobineau? Oh nein, wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Nein, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht. Schade, okay. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Templerkloster gefunden wurde. Ach ja? Sagt er überhaupt nichts über John Dee? Wie schrecklich. Sie wissen nicht zufälligerweise etwas über das Dreibein, oder? Nein, leider nicht. Ich hatte keinen sehr guten Start ins Leben, müssen Sie wissen. Das bisschen Bildung, das ich besitze, verdanke ich meinem Onkel. Er war Optiker, hatte in seiner Freizeit aber auch die Lehrerstelle an der Dorfschule inne. Er hat mir das Alphabet beigebracht. Naja, 19 Buchstaben davon. Die unterste Linie auf dem Schaubild war so klein, dass nicht mal er sie lesen konnte. Also hat er sie einfach ausgelassen. Warum fangen Sie nicht nochmal an und gehen in die Abendschule? Wissen Sie, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Meinen Sie, wenn ich viel lerne und alle Hausaufgaben mache, könnte ich Professor für Geschichte werden? In Ihrem Alter träumen Sie weiter. Richtig gut, auch von George. Oh, herrlich, diese Dialoge sind so gut. Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie, Ihre Autos zu parken? Und bitten mich, Ihre Autos zu parken? Nein, nein, nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen. So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lobineau. Okay. Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein, das gehörte John Dee. Was ist so aufregend an John Dees Dreibein? Dee war der berühmteste Kontortionist des 16. Jahrhunderts, der Houdini seiner Zeit. Meinen Sie nicht Alchemist? Kontortionisten benutzen Seile, Ketten und Handschellen, kein Dreibein. Egal, was immer er war, auf jeden Fall hat er das Dreibein bei seinen Experimenten benutzt. Was für Experimente hat dieser John Dee mit seinem Dreibein gemacht? Och, das Übliche. Haben Sie in der Schule denn keine Chemie gehabt? Schon, aber wir haben Taumatologie übersprungen. Kann ich mir das Dreibein mal etwas näher ansehen? Wie bitte? Aus der Vitrine herausnehmen? Ah, no. Dieses Dreibein wird von einem raffinierten Überwachungssystem gesichert. Wie raffiniert? Eine ohrenbetäubend laute Klingel. Oh, so raffiniert also. Wie wird die Alarmglocke ausgelöst? Durch den leichtesten Druck auf oder Bewegung von irgendeinem Teil der Vitrine, in der sich das Dreibein befindet. Ich finde, dass die Bezeichnung raffiniert für Ihre Alarmanlage doch etwas gewagt ist. Sie hat bisher noch nie versagt. Die Raffinesse liegt in ihrer Einfachheit. Okay. Was können wir hier machen? Würden Sie mir die Hand geben? Nicht, solange ich im Dienst bin, Monsieur. Ach, keiner will mir die Hand geben, er ist doch scheiße. Haben Sie jemals vom Club à la Mut gehört? Oh nein, in solche Etablissements gehe ich nicht. Okay. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Monsieur. Sollte ich ihn kennen? Vermutlich nicht. Ach, der Typ ist langweilig und doof. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gut, okay, also, wir brauchen dieses fucking Dreibein.
Wenn wir aber rangehen, passiert Folgendes. Aber, non, Monsieur, non. Was ist los? Sie dürfen die Gegenstände nicht berühren. Tut mir leid. Okay, ich kann hier aber auch nichts machen, oder? Okay, jetzt... wenn er gerade nicht hinguckt. Es passiert aber gar nichts. Oh mein Gott. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Okay, das heißt, wenn er hier in dieser Ecke ist, an der Tür, kann ich auf jeden Fall hier was machen. Vielleicht kann ich dann aber auch in den Schrank gehen. Jetzt vielleicht, wo er gerade weg ist. Okay. Versuchen Sie lieber nicht da reinzuklettern, Monsieur. Sie würden ersticken. Ach, als ob. Ich wollte schon immer mal wissen, wie man sich als Mumie fühlt. Moment, jetzt vielleicht? Fahren Sie auf Schränke ab, Monsieur. Ach, come on. Eben ging das, als er hier... Ich mag halt einfach den Geruch von Mottenkugeln. Ja, als er hier in der Tür war. Ich warte noch mal kurz etwas, wenn er sich wieder bewegt. Und jetzt... Nein, Monsieur. Okay. Mach da nicht. Okay. Nein. So, wie sieht's aus mit der... mit der Kurbel hier? Okay. Und jetzt ist er vielleicht abgelenkt. Was kann ich hier rein? Vielleicht bin ich schnell genug. Ich weiß nicht. Okay, er kurbel. Okay, ja, sehr gut. Okay. Das ist einfach lächerlich. Ich könnte mich hier stundenlang aufhalten. Okay, offensichtlich. Das ist aber offensichtlich der Plan. Also, dass er die Kurbel betätigt und wir hauen dann in diesen Schrank ab. Aber noch will er das nicht. Okay. Ich rede nochmal mit ihm. Verzeihung. Oui, Monsieur. Es passiert nichts. Okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielleicht gehe ich nochmal woanders hin. Café, Rügerie und... ich gehe mal zur Polizei vielleicht.